herzlich willkommen zurück. So, und da sind wir. Ah, hier unten. Freut mich, dass ihr euch uns endlich anschließt. Diese verdammten Montclairs haben mich aus meiner eigenen Stadt ausgeschlossen. Wenn welche von meinen Leuten verletzt wurden, werde ich Montclair und seine Tochter mit meinen bloßen Händen töten. Wie kann ich euch helfen? Ihr wisst, wie man Dinge erledigt bekommt. Schließt euch Skordo an und helft ihm, einen Weg in die Stadt zu finden. Ich werde die Truppen in Alarmbereitschaft halten, damit wir auf euer Signal hin abmarschieren können. Warum sollten Sie Nordspitz einnehmen wollen? Nordspitz ist ein wichtiges Handelszentrum, in dem viele Besitztümer des Hauses Dorell liegen. Wer diese Stadt kontrolliert, kontrolliert damit auch die nördliche Region von Kluftspitze. Wenn ich so versessen darauf wäre, diese ganze Gegend zu erobern, dann würde ich auch hier anfangen. Können wir mit Hilfe aus der Stadt rechnen? Mein Sohn Alec hatte das Sagen, während ich in Schornheim war. Falls er noch lebt, muss er noch irgendwo in der Stadt sein. Abgesehen davon ist die gesamte Bevölkerung Haus Dorell treu ergeben. Aber ich habe keine Ahnung, welche Truppen Montclair denn nun genau in meiner Stadt von der Leine gelassen hat. Wisst ihr, wer die Truppen Montclairs befehligt? Die Berichte deuten darauf hin, dass Baron Montclair seit Wochen nicht gesehen wurde, aber diese Sauerei ist ganz sein Stil. Seine Tochter Leraya andererseits scheut sich nicht, ihr Gesicht zu zeigen. Wir gehen davon aus, dass sie hier das Kommando hat. Was könnt ihr mir über Leraya erzählen? Vor der Krankheit ihrer Mutter war sie eine bezaubernde junge Frau. Ein echtes Wunderkind im Umgang mit der Magie. Jetzt wirkt es fast, als hätte man sie durch eine finstere Verführerin ersetzt. Männer wie Frauen tun alles, um ihr zu gefallen. Und sie hat einen erstaunlichen Hang zu extremer Grausamkeit an den Tag gelegt. Wo sollte ich nach Skordo suchen? Ich habe Skordo und eine kleine Gruppe losgeschickt, um in den Bauernhäusern vor der Stadt einen sicheren Vorposten zu errichten. Sie sollen einen Weg nach Nordspitz hineinfinden und uns dann ein Signal geben. Da das bislang nicht geschehen ist, vermute ich, dass sie noch bei der Arbeit sind. Wen hat Skordo mitgenommen? Gräfin Tamrit ist mit ihm mitgegangen, gegen meinen ausdrücklichen Rat, wie ich hinzufügen möchte. Und dieser schicke Ritter Darien hat sich ihnen auch angeschlossen. Ach. Seit seiner Ankunft sind Skordo und er ziemlich gute Freunde geworden. Ich hoffe, sie können sich hineinschleichen, denn sonst wird das hier eine lange Belagerung. Ja, cool. Auf wen man nicht immer wieder alles trifft hier. Okay, dann schmuggeln wir uns mal sozusagen ins eigene Dorf rein. Und haben direkt schon mal eine Bestrebung erledigt. Hier ist noch ein Buch, das nehme ich natürlich auch mal eben mit. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. So, hier sollte es sein. Ihr habt euch das falsche Bauernhaus ausgesucht, Montclair. Nun, küsst einen Troll und nennt mich Kürbis. Ich kenne euch aus Schornhelm. Hat Baron Dorell euch geschickt? Ich war der Ork in dem Käfig. Nicht mein glanzvollster Moment, aber ich bin ja nicht adelig oder so. Unerheblich. Ich bin einfach froh, dass ihr hier seid. Warum seid ihr wie ein Montclair-Soldat angezogen? Das ist eine Verkleidung. Stimmt was nicht? Gefällt sie euch nicht? Sitzt mein Helm schief oder so? Wir werden uns nach Nordspitz schleichen. Das ist eigentlich nicht mein übliches Vorgehen. Aber Gräfin Tamrit und Darien haben uns geholfen, so weit zu kommen. Wo ist Darien? Keine Ahnung. Er ist vorgegangen, um die Lage auszukundschaften. Und bis jetzt ist er nicht zurückgekommen. Bisher haben wir erfahren, dass die Patrouillen außerhalb der Stadt vor allem aus unausgebildeten Kämpfern bestehen, die Befehl haben, die Leute von der Stadt fernzuhalten. Nur die Offiziere scheinen zu wissen, was da vor sich geht. Habt ihr schon einen Weg hineingefunden? Ich habe vorgeschlagen, ein Loch in die Wand zu sprengen. Aber die Gräfin hat entschieden, dass wir uns das als letzte Möglichkeit aufsparen sollten. Darien ist losgezogen, um einen Weg zu suchen, während wir uns um die Bauern gekümmert haben. Sie verlangten unsere Hilfe. Und ihr wisst ja, wie es mit der Gräfin und Flüchtlingen ist. Jaja, Feldwebel. Ist das jetzt eine neue Quest hier? Tut euer Schlechtestes, Lakai einer anderen Krone. Ich sage euch überhaupt nichts. Werdet ihr mir nicht wenigstens euren Rang nennen? Nun, ich schätze, das sollte gehen. Ich bin eine Wache ersten Ranges, ein Mitglied der Blutkallenmäntel des Hauses Montclair. Mehr als das bekommt ihr nicht aus mir heraus.
Welches ist eure Schwerthand, Soldat? Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Ich schätze, ihr werdet meine Fragen wirklich nicht beantworten. Ich schätze, dann werde ich euch einfach beide Hände abschlagen müssen. Wirklich? Eure geliebte Gräfin würde das niemals dulden. Ihr blüfft doch. Ich hatte kein Problem damit, Resaldul aufzuschlitzen. Und ihr, mein Freund, seid kein Resaldul. Ihr wart das? Ihr habt Resaldul getötet? Ich bin nur eine Wache. Die Offiziere wissen, was vor sich geht, aber sie sagen uns nie etwas. Ich kann euch nur sagen, dass sie ein Lager im Osten haben, an der Küste. Wenn ihr Informationen wollt, dann müsst ihr mit einem Offizier sprechen. Nun gut. Ein Befehlsposten überblickt das Ostufer. Also, es hat jetzt keine neue Quest eröffnet, wenn ich das richtig sehe. Nee. Mit anderen Worten... schauen, wo die jetzt sind. Obwohl, da sind trotzdem zwei. Ist das zu glauben? Die Offiziere sagen uns. Moment, was ist jetzt was? Hier ist ein Kreis. So, euch mache ich mal kurz platt, weil ihr stört mich hier gerade. Sehr schön. Findet das Offiziersquartier und benutzt den Schlüssel. So, das nehmen wir noch schnell mit hier. So, das Offiziersquartier. Dürfte das hier sein? Ja. Daurien! Alter fauler Hund, du! Ich habe mich gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Einen Bissen? Mhm. Warum sehe ich denn hier eine halbnackte Frau im Bett liegen? Was ist hier los? Aufklärung. Aber sprecht etwas leiser. Wir wollen ja den guten Hauptmann nicht aufwecken. Und wisst ihr, was ich erfahren habe? Es gibt nicht eine einzige Wache in Nordspitz. Nicht eine. Leraya hat ihnen allen befohlen, rauszugehen und die Leute fernzuhalten. Ist das alles? Reicht das nicht? Ich war ziemlich stolz auf dieses bisschen Spionage. Aber ihr habt recht. Da ist noch mehr. Der gute Hauptmann hier hat auch fallen lassen, dass es einen Schmugglertunnel gibt. Er führt mitten ins Herz der Stadt. Das ist unsere beste Möglichkeit, dort hineinzugelangen. Meine Güte, Sir Darien, das war beeindruckend. Aber wenn es um Schmugglertunnel geht, dann gibt es wohl ein oder zwei Sachen, die ich euch noch beibringen kann. Ich bin mir nicht sicher, was ich darauf sagen soll. Warum findet ihr nicht heraus, wovon unsere Vampirdame hier redet? Und warum taucht die Vampirdame hier mitten aus der Wand heraus auf? Ich muss schon sagen, Darien hat wirklich ein Händchen für Frauen. So würde ich keine Informationen von Feinden einfordern, aber das Resultat ist tadellos. Der alte Schmugglertunnel sollte in die Stadt führen, wenn wir durchkommen. Was meint ihr? Nun, die Schmuggler, die diese Tunnel benutzen, haben ein Tor eingebaut. Dadurch haben sie ein Monopol auf dem Schwarzmarkt von Nordspitz. Der Tunnel wird uns in die Stadt bringen, wenn wir an diesem verriegelten Tor vorbeikommen. Habt ihr eine Ahnung, wo wir den Schlüssel finden können? Die Chefin der Schmuggler ist eine zähe Piratin. Sie trägt den Namen Lagra. Wenn jemand einen Schlüssel hat, dann sie. Aber die Montclairs greifen jedes Boot an, das sich der Stadt nähert. Entlang der Küste liegen Wracks. Falls Lagra noch lebt, dann findet ihr sie dort. Also, entlang der Küste. Auf der Seite. Da kommen wir, glaube ich, am besten runter, genau. Schauen wir doch mal. Oh, Hallöchen, hier ist noch Nirnwurz. Mal schauen. Gleich. Ah, da. Zumindest ist hier eine Flasche und ein Runenstein. Den nehmen wir auch nochmal schnell mit. Diese Unverfrorenheit. Sie haben mein Schiff angegriffen und das völlig grundlos. Wir näherten uns gerade Nordspitz in Richtung des Tunnels, als Montclairs Truppen uns angriffen. Wenn das daran liegt, dass das mal wieder jemand Fürstin Leraya beraubt hat, dann werde ich dafür sorgen, dass im Diebesviertel Köpfe rollen. Wir haben ein Leck, aber ich werde versuchen, das Schiff so nah ans Ufer zu bringen wie möglich. Für den Fall der Fälle verstecke ich meinen Tunnelschlüssel tief in meinem Schiff. Wenn ich schon auf den Grund des Meeres sinke, dann nehme ich meinen verdammten Schlüssel mit. Wir nähern uns der Nordküste.
Wenn wir es schaffen, treffen wir uns am üblichen Ort und besprechen unsere Möglichkeiten. Warum benimmt sich Montclair wie ein Berserker? Und wo ist Durell? Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Verflucht sei dieser Kerl. Nun, für den Fall, dass wir sinken, solltet ihr mal daran denken, euch meinen Schlüssel holen zu wollen. Ich schwöre euch, mein Geist wird auf diesen Wrack spuken und an jeden Rachen nehmen, der es wagt, mein Schiff zu betreten. Ihr wurdet gewarnt. Captain Lagra. Ja, kein Thema. Moment, du bist nicht das Schiff. Ja, wo ist denn das Schiff? Moment. Ach, ganz oben. Okay, jetzt ist die Frage. Komme ich da überhaupt hin, wenn ich jetzt hier entlang reite? Theoretischerweise müssten wir ein Stückchen hinten schwimmen können. Oder wir können einfach hier durch. Das wäre natürlich noch besser. Ich kann nicht reiten. Natürlich kann ich reiten. Ich habe viele Jahre Reiterfahrung. So. Ist das jetzt hier, wo die Anlegestellen sind? Oder wo ist das jetzt genau? Ich kann es jetzt gerade im Moment nicht sehen. Moment. Nee. Hä? Ach, das war da hinten? Och, nö, ne? Das Schiff ist es. Ach so. Dann nehmen wir nochmal schnell noch das Nirnwurz hier mit. Und vielleicht gehört dieser schwere Sack ja einer der Piraten. Ja, darf man nicht vergessen. So. Dann werde ich jetzt aber nicht versuchen, dahin zu schwimmen, sondern hier mal eben den Weg nehmen. Wo es ein bisschen seichter ist. Findet das gesunkene Schiff. Ja, das haben wir ja jetzt gemacht. So, ja, ich muss nach unten. Ist klar. Wo direkt eine Truhe auf mich wartet. So, Dankeschön. Oh, Froststab der Nekropotenz. Sehr schön. Habe ich, glaube ich, auf dem Account noch nicht. Kommt raus, da. Ich habe gesehen, wie ihr da hinunter... Oh, wieso komme ich jetzt... Hallo? Was denkt ihr, tut ihr auf meinem Schiff? Wisst ihr, was ich mit dem letzten blinden Passagier gemacht habe? Ich muss mich nach Nordspitz hineinschleichen, ohne entdeckt zu werden. Nun, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, erstreckte sich mein Laderaum nicht bis in die Stadt. Wartet einen Augenblick. Mein Schlüssel... Wenn ihr einer dieser Montclair-Bastarde seid, dann werde ich mich nicht kampflos ergeben. Und jetzt gib mir meinen Schlüssel zurück. Wenn wir hier zu kämpfen anfangen, dann ist ein gesunkenes Schiff noch eure kleinste Sorge. Nun, ihr seid ziemlich hart, was? In Ordnung. Wir machen es so, wie ihr es wollt. Ich kam hierher zurück, um meinen Schlüssel zu holen. Ich muss selbst nach Nordspitz gelangen, um meine Bande zu retten. Warum sollte ich euch den Schlüssel geben, wo ich mich doch um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern habe? Weil ich eine Armee habe. Wenn ich die Stadt befreie, können die Dinge wieder so werden, wie sie vorher waren. Derzeit geht es mir einzig und allein um die Sicherheit meiner Bande. Sie waren in der Stadt, als sie fiel. Doch falls sich das als Trick herausstellen sollte, dann wird selbst das Reich des Vergessens nicht groß genug für euch sein, um sich irgendwo zu verstecken. Der Tunnel ist in der Bucht. Er wird euch in die Stadt bringen. Der Tunnel liegt in der Bucht unter dem Leuchtturm. Dieser Schlüssel entriegelt die Falltür. Ja. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass sie mitkommen möchte, weil sie doch angeblich ihre Bande da befreien möchte, aber anscheinend nicht. Na gut. Dann suchen wir den Tunnel. Oder wir sprechen erstmal mit Blindes. Nee, hätte ich nicht gesehen, kommt, dass das ein Fels ist. Ich bringe euch an den Ort, an dem die anderen warten. Wir brauchen gute Neuigkeiten, Heldin. Sagt, dass ihr etwas gefunden habt. Neuigkeiten interessieren mich nicht. Sagt mir, dass ihr etwas Gutes gefunden habt, Heldin. Es ist ja nicht so, dass das Schicksal von Kluftspitze am seidenen Faden hängen würde.
Ich habe den Schlüssel zum Tunnel. Er ist in der Höhle unter dem Leuchtturm. In Ordnung. Dann schauen wir mal, was Liraya da drinnen treibt. Aber seid für alles gewappnet. Ich glaube nicht, dass uns gefallen wird, was wir da finden werden. Was meint ihr? Nordspitz. Es fühlt sich einfach leer an. Ich spüre Leben dort drin, aber es ist schwach, kaum wahrnehmbar. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Dann lasst uns hineingehen. Der hohe Herr, der Baron dort drüben will, dass wir hineingehen, nachschauen, was da vor sich geht und das Gebiet sichern. Er möchte, dass wir langsam und vorsichtig vorrücken, um seine kostbare Stadt zu schonen. Das war übrigens gute Arbeit, wie ihr diesen Schlüssel beschafft habt. So, und jetzt lasst uns Nordspitz retten. Und wir haben einmal schwere belebende Beine erhalten. Ich muss Verandis wissen lassen, was hier los ist. Sprecht in der Zwischenzeit mit Skordo. Er kennt die Stadt wie seine Westentasche. Mach ich. Also sind es ab hier nur wir Sterbliche? Das finde ich gut. Ich gebe gerne zu, dass der Gedanke an freundliche Vampire irgendwie gruselig ist. Quintus meinte, ihr hättet einen Plan? Nordspitz war in den letzten paar Jahren mein Zuhause und deshalb kenne ich diesen Ort recht gut. Aber ich habe mich noch nie durch einen Schmugglertunnel dort hineingeschlichen. Das wird eine ganz neue Erfahrung. Ihr dürft nur nie vergessen, dass wir Teil des Hauses Montclair sind und die Sache wird schon klappen. Unsere Tarnung muss aufrechterhalten werden. In Ordnung. Was sonst noch? Wir müssen langsam und einer nach dem anderen da hineinschleichen. Es würde nur für Ärger sorgen, wenn wir als Gruppe unterwegs wären. Der Tunnel soll angeblich durch den Leuchtturm führen. Wir müssen hinein und einen sicheren Ort finden, von dem aus wir uns einen Überblick über die Lage verschaffen können. Nun gut, dann also auf in den Schmugglertunnel. So, der wäre wahrscheinlich von dieser Seite aus. Hallöchen, da war ein Rucksack. Rucksäcke sind immer gut, weil da ja meistens irgendwelche Entwürfe oder so drin sind. So. Das nehmen wir auch noch alles mit. Und ab in den Schmugglertunnel. So. Was ist jetzt hier eigentlich mit der Scherbe? Da komme ich so nicht ran, ne? Oh, da ist noch ein Buch. Nordspitz, eine Bewertung. Könnt ihr wie immer gerne lesen. Ich werde es nicht tun. So, da könnten wir jetzt theoretisch raus. Das Warte, ist alles ich komme gut. mit euch. Hallo? Im Auge der Spitze höher. Ich wollte aber mal ganz kurz gucken. Hier ist das Leuchtfeuer. Ich glaube, da war nämlich die Scherbe. Ja, genau. Perfekt, die nehmen wir doch direkt mal in eine mit, ne, wenn wir das schon mal können. Ah, das ist leider gestohlen. So, ja, er kommt mit mir. Das Problem ist nur, dass dann seine Tarnung auffliegt. Das ist ihm hoffentlich bewusst, ne? Hallöchen. Schauen wir uns die Gebäude mal an. Es muss doch eines geben, das wir als sicheren Unterschlupf nutzen können. Ja, wahrscheinlich direkt das hier vorne. Das ist ein Gasthaus. Ein Gasthaus. Chancred Balik hat hier gewohnt. Hoffentlich ist er nicht zu einem dieser Blutunholde geworden. Auf jeden Fall ist das hier zu klein für unsere Anforderungen. Suchen wir weiter. Ja, ich dachte auch, es wäre ein Gasthaus. Ach so, Gastwirt. Okay, ich habe mich verlesen. Entschuldigung. Das Gasthaus wäre ja eigentlich nicht schlecht, aber das sollen wir nicht. Hallöchen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Deswegen laufen wir mal hier durch. Herrenhaus. Das klingt groß. Das hier sieht gut aus. Ne? Schauen wir mal, ob alles sauber ist. Muss ja nicht alles sauber sein. Ach so. Ja, ich verstehe. Da war nichts? Nö. Nur zu. Findet den Rest des Angriffstrupps. Hier wird es im Nu ganz gemütlich sein. Woher werden die anderen wissen, wo wir uns sammeln? Weil ihr wieder dort hinausgehen werdet, um ihnen Bescheid zu geben, wo sie uns finden. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann schaut einmal nach, ob ihr herausfinden könnt, wo Liraya sich versteckt hält. Ich bringe hier alles in Ordnung und sorge dafür, dass wir keine unerwünschten Gäste anlocken.
Ich gehe da raus und trommle die anderen zusammen. Passt da draußen auf euren Hintern auf. Ich meine, habt ihr all die Vampire und Blutunholde gesehen? Nun, beeilt euch lieber. Wir wollen die Herrschaften da draußen nicht zu lange warten lassen. Es ist nicht sicher. Ich weiß. Ich weiß, dass hier Rettich und Trauben sind. Und noch ein Rettich. Die nehmen wir mit. So. Jungs, ich komme euch retten. Denke ich. Ich weiß noch nicht genau, wo ihr seid. Hier links. Didum. Hallöchen. Wo in aller Welt steckt ihr, Alec? Oh, da seid ihr ja. Ich dachte, mein Sohn würde sich hier in seiner Amtsstube verstecken. Aber ich habe nur sein Tagebuch gefunden. Ihr könnt es euch auch anschauen. Sagt mir einfach, was da drin steht. Alec und ich waren nicht immer einer Meinung. Und er hat auch nicht versucht, seine Meinung über mich in seinem Tagebuch zu kaschieren. Aber er erwähnt die Ankunft von Fürstin Leraya. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir uns mit den anderen treffen. Es gibt keinen Grund, dass ich mich wiederhole. Wir nutzen Baron Shiranes Herrenhaus als unsere Ausgangsbasis. Skordo ist dort. Das Shiran-Herrenhaus? Ich kenne es gut. Schön zu sehen, dass dieser aufgeblasene Esel endlich etwas Sinnvolles beiträgt. Ich treffe euch dann dort. Wir werden über den Inhalt des Tagebuchs meines Sohnes sprechen, sobald der ganze Trupp beisammen ist. Okay. Versucht, die Blutunholde nicht zu sehr leiden zu lassen, wenn ihr sie tötet. Sie waren einst Bewohner von Nordspitz. Ja, alleine diese Erkenntnis finde ich schon sehr schade. Oder erschreckend, oder was weiß ich. Gräfin! Was hat sich Skordo nur dabei gedacht, eine adlige Dame allein durch eine Stadt voller Vampire und Blutunholde laufen zu lassen? So wie den hier beispielsweise, der mich gerade am Nerven ist, während ich der Story folge. Beziehungsweise gerade am Reden bin. Was hat sich Skordo nur dabei gedacht, eine adlige Dame allein durch eine Stadt voller Vampire und Blutunholde laufen zu lassen? Sein Plan ist noch nicht perfekt, aber wir haben einen sicheren Ort gefunden. Das Shirane Herrenhaus. Es liegt nahe des Gasthauses. Möge Arkay uns wie stets auf unseren Wegen lenken. Sind sie alle wie sie? Die Bewohner von Nordspitz? Hat Leraya sie alle in diese elenden Kreaturen verwandelt? Ich habe noch niemanden gefunden, der nicht verwandelt wurde. Zumindest noch nicht. Möge das Licht über sie wachen. Arkay sei gepriesen. Ich fasse es nicht, dass die süße Leraya unserem Volk so etwas antut. Was kann sie zu solchen Gräueltaten getrieben haben? Ich werde ins Herrenhaus gehen und euch dort treffen. Sammelt die anderen, dann treffen wir uns beim Herrenhaus. Wir müssen noch Pläne machen und uns geht wohl die Zeit aus. Möge das Licht uns behüten. Okay. Hier müssen wir jetzt leider einmal komplett durchlaufen. Nehmt das, üble Kreaturen! Also das ist auch noch nie passiert. Passt auf, hinter euch! Ich weiß, Darien. Ich hab ihn mitgebracht. Passt auf! Die kommt von überall her! Ich habe den Baron und die Gräfin aus den Augen verloren, als ich den Schankwirt schreien hörte. Aber ich kam zu Er gab mir den Schlüssel zum Gasthaus, bevor er starb. Ich glaube, er wollte mir noch etwas sagen, aber ich konnte es nicht verstehen. Seid auf der Hut. Da kommen noch mehr von diesen Monstern. Oh, ernsthaft? Fährt noch gerade schon so ein. Danke, dass ihr mich befreit habt. Nur damit ihr es wisst, das war eine Ausnahme. Mhm. Ach, wem mache ich da was vor? Das passiert mir andauernd. Ich nehme an, das Haus, aus dem ihr gekommen seid, ist unser sicherer Unterschlupf. Aber natürlich ist es das. Dann gehe ich da einfach hinüber und lege mich eine Weile hin, wenn es euch recht ist. Genau, leg dich mal eine Weile hin. Alles ist in Ordnung. Schau mal einer an, wenn das nicht der persönliche Champion von König Emmerich ist. Die Heldin des Bündnisses. Leraya war die ganze Zeit hier? Und euer Sohn hat überhaupt nichts dagegen getan? Laut Alex Tagebuch ist dem so. Offenbar war er wie besessen von der Frau.
machte ihm auch nichts aus, dass sie Leute in Blutunholde verwandelt hat. Ja. Mehr Blutunholde? Ich hasse es. Gib mir... Ach so, sprecht mit Skoro. Moment, der ist unten. Boah, wenn ihr nicht so ein Riesengewusel wäre, ne? Schreiben konnte. Der Baron informierte uns gerade darüber, was im Tagebuch seines Sohnes stand. Zauberspruch hin oder her. Alec muss sich für viel verantworten. Sollte er noch leben. Jetzt haben wir also ein Versteck und einen Angriffstrupp. Was kommt als nächstes? Als erstes müssen wir herausfinden, ob jemand Lerayas intime Feier überlebt hat. Die Gräfin hat Geräusche aus dem Gasthaus gehört. Das ist zwar nicht sehr viel, aber wenigstens können wir dort mit unserer Suche anfangen. Was glaubt ihr, werden wir im Gasthaus finden? Ein Teil von mir wünscht sich, dass Leraya dort ist. Dann können wir ihr eine Klinge durch den Leib stoßen und sind mit der ganzen Sache fertig. Aber ich hoffe wirklich, dass die Einheimischen dort drin dicht gedrängt hinter verrammelten Türen warten. Auf jeden Fall müssen wir da hinein und einmal nachschauen. Darien meinte, der Gastwirt hätte ihm einen Schlüssel gegeben. Hat Darien also doch noch etwas Nützliches getan. Geht nach oben und holt diesen Schlüssel. Witzige Sache. Darien war ganz zerkratzt und angeschlagen. Er behauptete, die Blutunholde hätten ihn gebissen. Aber die Gräfin hat nicht eine Bissspur an ihm gefunden. Ah, er muss sich wohl geirrt haben. Mhm. So kann man das Ganze natürlich auch sehen. Ja, ich würde sagen, die Befreiung wird wohl noch ein Weilchen dauern. Deswegen wäre ich dafür, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge anschauen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.